Hallo und herzlich willkommen, hier ist Armadan und das ist eine neue Tutorial-Video für Alchemiesteine. Ja, danke. Ich versuche mal jetzt ein bisschen zu erklären, wie es abgeht mit Alchemiesteinen, wie man die herstellt und so weiter. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und wir sehen uns dann gleich. So, ja, um mal die Frage zu klären, was sind Alchemiesteine eigentlich? Das sind so kleine, süße Steinchen, die man sich in das Inventory einsetzen kann und die ein paar Verbesserungen bringen. Wenn man zum Beispiel U drückt, also Inventory und Shortcut U, hier hast du, haben wir ein Imperfect Alchemy Stone of Protection. Ich habe also auf Englisch hier, weil die deutsche Übersetzung ein bisschen kacke ist. Da sieht man dann zum Beispiel, dass dieser hier einen Effekt hat von Damage Reduction plus 2. Also ich kriege 2 weniger Schaden. Und dieser Alchemiestein hat eine Durability von 6 von 100. Der kann also 100 Mal benutzt werden. Und dann kann er mit Öl, mit Blut und mit Reagenzien wieder aufgeladen werden. Und poliert werden kann er mit Timber Sap und Timber Products. Dadurch wird er größer. Er ist jetzt imperfekt. Es gibt noch andere Größen und Formen von Alchemiesteinen. Also ich gucke mal kurz ins Marketplace rein. Da können wir das dann hier wunderbar sehen. Da ist eine Abteilung Alchemy Stone. Und wir haben jetzt hier schon 3 verschiedene Kategorien. Destroy oder Destruction Alchemy Stone, also Zerstörungs-Alchemiestein heißt es glaube ich auf Deutsch. Dann Verteidigungs-Alchemiestein, Protection Alchemy oder Alchemy Stone of Protection. Und dann, Entschuldigung, ja, Life Alchemy Stones. Was bringen die? Also Destruction Steine bringen meistens so Attacke plus 3 oder plus 4. Oder hier Attack 8, Accuracy 6, Ignored are Resistance plus 5%. Wie ihr seht, die werden noch mehr teurer. Je nachdem, was die für eine Qualität haben. Es gibt halt Rough, es gibt Polished, Dirty, Sharp und noch mehr. Da kommen wir später zu. Entschuldigung. Ich hab's mit dem Husten. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Protection hat halt so Damage Reduction oder hier bei den größeren Evasion noch ein bisschen dabei, Max HP plus 110. Die könnt ihr euch alle in euer Alchemy-Feld einsetzen, auch hier. Bringt ein bisschen halt, ja, das ist halt für Berufe. Alchemy Cooking Time, Processing Success Rate, Rate Limit und so weiter. Da kann man dann seinen Beruf ein bisschen maxen, falls man sich darauf konzentrieren will. Hier kann man das noch sortieren. Es gibt hier Incompletes. Die sind halt am niedrigsten, so wie meine auch. Und wenn man die halt steigern will, dann kommen wir da später zu. Ja, das ist so von den Alchemy Stones, die es so gibt. So eine kleine Übersicht. Wir gehen dann mal gleich ein bisschen deeper rein. Ne? Ja. So, und um diese Dinger mal herzustellen, was ja auch nicht schlecht ist, braucht ihr erstmal Alchemiekenntnisse. Mal kurz hier raus. Alchemiekenntnisse. Ich habe hier Professional 3, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Ich glaube, eine Stufe vorher müsste auch gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht es nicht von Anfang an. Also ich denke, Skilled müsste eigentlich gehen. Braucht ihr. Sonst, weil die Herstellung ist nur zufällig. Also ihr könnt keinen Stein direkt herstellen. Nur so zur Info. Sondern das, was ihr da herstellt, ist zufällig. Es kommt zufällig raus. Ja, und was ihr dafür braucht, um den herzustellen, das sehen wir hier. Ich zeige euch das mal. Genau. Ihr braucht Reagenzflüssigkeit.
Das haben wir hier nicht. Mal gerade suchen. Reagent heißt das, glaube ich. Auf Nein, heißt es nicht. Ich hab's doch im Inventory. Momentchen. Irgendwo war es doch. Da, Clear Liquid Reagent. Das braucht ihr einmal. Dann das Reagenzpulver. Powder Reagent oder so ähnlich heißt es auf Englisch. Dann 10-mal Blut des Sünders. Sinners Blood. Und dann braucht ihr 10-mal Zeitpulver. Powder of Time. Das Powder of Darkness. Und Glitzerpulver. Jetzt nochmal. Das da. Einmal. Ja. Oder auf Deutsch Reagenzflüssigkeit. Dann Reagenzpulver. Warte. Ich gebe das ein. Nein, ist falsch. Das da. Das braucht ihr. Wie gesagt, kann man sich alles kaufen, wenn man will. Kann man sich auch selber machen. Wie man das selber macht, werde ich euch vielleicht später mal erzählen. Nicht jetzt, weil es hier nicht gerade hergehört. Blood of the Sin. Sin. Sinners Blood, siehst du, da. Das braucht ihr. Jeweils 10-mal alles, im Übrigen. Und Powder of Time. Der braucht ihr auch 10-mal. Und dann haben wir noch so ein anderes Powder. Shining Powder da. Das braucht ihr auch noch 10-mal und dann habt ihr das geschafft. Das werft ihr alles zusammen in einen Mixer und dann geht's los. So, ich kaufe jetzt mal den ganzen Krempel ein. Oder nehmen das, was ich habe, und dann versuchen wir mal zusammen ein herzustellen, damit ihr seht, wie das so funktioniert. Also wir sehen uns dann gleich in meiner Alchemiestube. Bis gleich. So, da bin ich jetzt angekommen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir so etwas herstellen können. Ob wir das schaffen, ob wir so einen Alchemiestein hergestellt bekommen. Also, wie wir es uns ja schon gemerkt haben, wir brauchen 10-mal das Shining Powder. So, dann brauchen wir es 10. Ja, Sinners Blood. 10-mal. Und dann brauchen wir das Power Powder Reagent 10-mal. Dann brauchen wir das Clear Liquid Reagent 10-mal. Und noch was. Ja? Was noch? Was brauchen wir noch? Richtig, Zeitpulver. Powder of Time. Das brauchen wir auch nochmal. So. Und jetzt drücken wir auf Create und gucken, was passiert. Müssen wir erstmal ein bisschen warten, bis sie das da zurecht gemischt hat. Gucken wir mal, was dabei rauskommt, ne? Imperfect Alchemy Stone of Life, siehste, sowas haben wir jetzt hergestellt. So, den haben wir jetzt. Und der bringt uns Alchemy Cooking Time minus 0,5% plus Hand Success Rate plus 5%. Den könnten wir jetzt mit U einsetzen. Dummerweise geht das gerade nicht. Cannot use this skill, okay. Warum auch immer das nicht geht. Klonk. So, wenn rausgeschmissen, schmeißen wir den rein. Geht aber immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum mit U. Mit U kann man eigentlich noch was machen. Geht gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Aber ihr habt gesehen, wie man so einen herstellt. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn ihr was Neues macht, kommt dabei was anderes raus. Also es kann so einer auf live werden, es kann aber auch was anderes werden. So, dann zum nächsten Schritt. Wie laden wir die Dinge auf? Weil, wie man sieht hier unten, Durability ist 5 von 100. Mit Reparieren ist das nicht getan, die müssen wir leider mit Öl, mit Blut oder mit Reagenzien aufladen. Dazu brauchen wir verschiedene Methoden von Ölen und Zeug. Es gibt
verschiedene Kombinationen. Ich kann euch die mal in die Kommentare, also in den Beitrag, also unten im Video verlinken. Da habt ihr einen Guide, wo ich das auch so ein bisschen ablese hier und mich ein bisschen dran halte, dass ich so eine kleine Hangelstange, sag ich mal, habe. Da seht ihr dann, was ihr so braucht. Zum Beispiel wäre einmal Verfallsöl. Ach so, Entschuldigung. Ich habe mich verguckt. Passiert. Ihr wisst nicht, was ich meine, aber ich weiß, was ich meine. Das ist, ich bin ein bisschen verwirrt. Mein erstes richtiges Tutorial, ihr müsst ein bisschen Nachsehen haben. Hier wird ja nur gesagt, was man, wie das hergestellt wird. Entschuldigung. Also ihr braucht Unwetteröl, Verfallsöl, Haltbarkeitsöl, Reinkarnationsöl, also Öle, Sünderblut, Tyrannenblut, Gerechtenblut, Hofnarrenblut, also verschiedene Sorten von Blut. Sündersblatt haben wir ja hier. Das könnt ihr auch per Alchemie herstellen. Ja. So, jetzt haben wir hier auch noch Activate Alchemy Stone, damit wird er aktiviert. Da unten, da. Sehe ich gerade. Dann gibt es diesen Effekt. So. Aber da cannot use the skill. Waiting for reuse group. Also ich weiß nicht, was es ist. Wenn das jemand weiß, möge er mir das bitte in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Fehler gemacht oder das Spiel selber kommt gerade nicht hinterher. Ich weiß es nicht. Was denn, wenn ich hier drauf gehe? Hier ist auch noch. Guck mal. Siehst du, wieder was Neues gelernt. So, nehmen wir den da. Durability 99 von 100. Required Amount steht hier nicht. Was haben wir hier? Recharge Material not specific. Also zum Wiederaufladen. Da ist eigentlich der andere, glaube ich, ein bisschen besser geeignet. Ich werde mal gerade umwechseln. So. Das wird den da mal. So, 5 von 100. Ich habe hier Cinders Blatt, wie man sieht. Da können wir es ja gleich mal direkt vorfinden. Guck mal, wie wir da jetzt einfach zufällig drauf gestoßen sind, ne? Ja, also falls ihr nicht mitkommt, meine Entschuldigung, ja, ich versuche es so gut zu erklären, wie es geht, nur ich bin halt ein bisschen noch nicht so pro wie die anderen, ja? Ja. So. Also. Der hier hat einen Durability von 5 bis 100 und wir können mit Cinders Blatt versuchen, das wiederherzustellen. Klicken wir es darauf, Required Amount 24. Wir haben jetzt nur 20. Vielleicht können wir da was machen. Wir drücken da einfach mal drauf. Ein Perfect Alchemy Stone was charged. Wenn wir drauf gehen. Ja, zumindest 85 von 100 hat er jetzt wieder. Also haben wir das Blatt benutzt, um den ein bisschen aufzuladen, dass der dann auch wieder benutzt werden kann. So. Dann haben wir hier Polishing. It raised the XP of an Alchemy Stone so that it can grow to the next grade or level. So, Polishing Material. Haben wir hier nicht. Hier steht aber Sturdy Plywoods. Das sind, Plywood ist. Ich wusste es mal. Das ist, glaube ich, also es ist eine Art Schichtholz. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, was das auf Deutsch heißt, aber der Balken ist voll. Hier können wir Story Plywoods. Ich kann mal gleich welche kaufen und dann können wir mal gucken, ob wir es polishen können. So, Growth. Haben wir die Möglichkeit, das zu erhöhen. Ja. Nach Grün zu verwandeln, nach Rough. Und ich glaube, please select Blackstone Weapon. Ach so, guck, man braucht einen Blackstone dafür. Und dann kann man da eventuell was hoffen. Ich drücke mal. Ich denke, das ist das, was dabei rauskommt. Ich drücke einfach mal Growth und wir lassen uns überraschen. Item Growth Success. Was haben wir denn da? Rough Alchemy Stone of Protection. Siehste. Kurz hatten wir vorher ein Imperfect Alchemy Stone of Life.
of Protection. Jetzt haben wir einen Rough Alchemy Stone of Protection. Der ist also gestiegen. Und jetzt hat er eine Damage Reduction plus 3. Vorher hatte er eine plus 2. So. Was jetzt noch wichtig ist, in dem Zusammenhang ist, dass die XP erstmal steigen muss. Da unten seht ihr, XP ist 0,00% jetzt. Die muss so hoch wie möglich erstmal steigen. Das passiert durch Benutzung, damit ihr erfolgreich den Alchemiestein wieder verbessern könnt. Ja? So. Plonk. Versuchen wir es jetzt zu aktivieren. Jetzt funktioniert es auch. Nur diesen Skill kann ich nicht zoomen, ist auch egal. Hier seht ihr Damage Reduction plus 3. Und ja, der ist jetzt aktiv. Und verbraucht seine Durability. Und gibt mir eine gewisse Damage Reduction. Okay, so viel dazu erstmal. Was haben wir denn noch so, was wir machen können? Upgrade habe ich erklärt. Ja, das war's eigentlich. Ich werde vielleicht noch ein bisschen was in den Beitrag schreiben, was genau für Öle und Blut benutzt wird und was für, also Öle und Blut benutzt wird, um das Teil wieder aufzuladen. Und was für Holz benutzt wird. Apropos Holz, ich kann mal nochmal, ich wollte das ja nochmal kaufen, habe ich gesagt, ne? Ja, ich gehe mal kurz zum Lager, wir sehen uns dann später. Bis gleich. So, ich bin jetzt mal gerade am Marktplatz. Was ich rausgefunden habe ist, ja, ich bin selber mit dem Englischen auch noch nicht so super duper dabei, aber es ist auch egal. Sturdy Plywoods, also Mehrzahl. Es ist egal, ob Sturdy Ash für Birch, Pine, Maple, Cedar, Plywood. Plywoods sind für das Polishing erwünscht. Also kaufen wir einfach mal irgendwelche ein. Die hier zum Beispiel, 3 Stück davon können von mir aus reichen. Nehmen wir maximal so ein paar. So. Und gucken wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Alchemy Stone. Nehmen wir das da rein. Nehmen wir Polishing. Polishing da rein. Sturdy Plywood, siehst du. Hier haben wir 3 Stück. Und juhu. Yay. So, wir haben es poliert. Dadurch ist die XP gestiegen. Und mehr passiert auch nicht. Das können wir auch noch weitermachen. So können wir den halt ein bisschen... Punk. Ein bisschen steigern. Und gut ist. 37,5. Und unser Holz ist weg. Der Rest steigt durch Benutzung halt. Einfach benutzen. Einfach das und aktivieren. Aktivieren habe ich gesagt. So. Und dann könnt ihr den steigern. Und dann könnt ihr, wenn ihr ihn auf so 150% wieder habt, so wie ich es gezeigt habe, wieder versuchen zu verbessern. Und dann, wenn ihr Glück habt, habt ihr dann irgendwann einen ganz feinen Stein. Und wenn ihr ihn nicht braucht, die werden auch ziemlich teuer verkauft. Schmeißt ihn einfach in den Marktplatz dann. So, das war's von den Alchemiesteinen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, lasst was in den Kommentaren da. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Tutorial oder was auch immer ich mache. Bis dann. Ciao.